Heute gibt es eine Special-Episode von Beatmaking Session. Und zwar waren mein Bruder und ich draußen und haben das Ding hier mitgenommen. Das ist ein Recorder, mit dem man richtig nice Sounds aufnehmen kann. Und wir wollten eigentlich was anderes aufnehmen und die Cam ein bisschen testen. Haben ja letztens neue Cam bekommen und auch für ein anderes Projekt was aufnehmen. Und dann am zweiten Tag haben wir einen Roller draußen gesehen und dachten uns, ey, perfekt, lass mal gucken, was wir so an Roller-Sounds bekommen und ob wir daraus dann Beat machen können. So. Kommt das Ding drauf und let's go. Bro, lass mal das aufnehmen. Und dann eins mit Ring. So, man kann das recorden? Ist das ja, was? Digga, so ist Texture. Mach mal langsamer. Genau sowas in der Art. Fire, let's go. Lass da unten, Digga, ein bisschen Unterführung aufnehmen. Gleich kommt bestimmt noch ein Zug. Das vibriert doch brutal, da kommt da bestimmt ein unseres Sound. Lass hier mal warten und dann gucken wir mal, von wo zuerst ein Zug kommt. Hier kommen eher selten Züge, aber da oben wird safe demnächst da schon. Bitte? Wozu eine Filmgenehmigung? Wozu eine Filmgenehmigung? Das hier? Sitzt ja auch nicht, nein. Wir filmen die. Nein, ich weiß, wir wissen schon, also. Ne? Ja. Ich wollte nur nachfragen. Willkommen in Deutschland. Auf der Filmgenehmigung. So, Digga, ich würde sagen, kurz was essen und dann zurück ins Studio, oder? Let's go. Was willst du essen? Pizza wäre nice. Pizza Margaritz. Hast gewusst, dass der Producer von Plain Jane auch so gemacht hat? Der hat Zug recorded und hat das dann als Textur benutzt in New York. Das hast du mir sogar mal gezeigt, glaube ich, das Video. Beat Breakdown geschaut, ja. Es war ziemlich geil, Digga. Das Ding ist, du zeigst mir halt einfach jedes Beatmaking-Video und so, obwohl so, ja. Das ist nicht so mein Ding. Voll interessant, aber die gute alte Visconti-Pizza. Legendär. Sneak Peek. Ist jetzt nicht so die, wie sagt man, so die edelste, so weiß ich meine, aber auf Quick-Basis. So, Digga, was steht heute an? Ey, Zug haben wir mit Drehgenehmigung. Unglaublich, Alter. Erstes Mal gehen wir raus, nehmen was auf und schon kommt eine richtige Karen und will eine Drehgenehmigung. Aber ja, jetzt Nature Sounds, mal gucken, was hier so abgeht, was man finden kann. Ey, Digga, was ist der Roller-Sound aufnehmen? Glaubst du, das geht? Glaubst du, wie kann Sound schon aus? Machen, auf jeden, Digga. Schau mal hier zum Beispiel. Das wäre schon mal ein Sound. Boah, Digga, das wäre, glaube ich, nice. Digga, weißt du, was wir machen könnten? Könnten hier aufnehmen und ich könnte so eine Stereoaufnahme machen von rechts nach links und es wäre so ein Transition-Effekt. Weißt du, wie ich meine? Stimmt, Digga. Was von da hinten? Let's go, Alter. Zoom am Start. Zack. Lass mal den Rollerbeat machen. Stimmt. Rim Sound. Mach mal hier, geh mal hier. Und was kann ich hier noch machen? Das hier.
weiß nicht, Mann. Ist das ein Dackel? Bernardino. So, ich glaube, wir haben alles aus dem Roller ausgeschöpft, Digga. Lass mal gucken, was wir da jetzt haben. Auf geht's, Alter, das geht. So, Leute, ich habe mir jetzt so ein paar Sounds rausgesucht, die man nutzen könnte. Erstmal hier diesen Percussion-Sound vom Ring. Dann haben wir hier so einen kurzen Abstell-Sound, also von diesem Abstell-Ding da unten. Das war, glaube ich, auch mit dem Ring. Transition-Effects. Kommt brutal nice, also ich glaube, damit könnte man eine richtig nice Transition machen. Hier, das war, glaube ich, beim Bremsen irgendwie von den Blättern da, die Textur. Ich glaube auch irgendein Abstellsound. Boah, das könnte nice Rimsnare sein. Boah, ich glaube, auf dem wird ein Delay geil kommen. So, und jetzt route ich die mal zu einem Bass und pack da mal ein paar Effekte drauf. Also hier ein EQ, dann Sättigung, noch ein EQ einfach, um Tiefen und Höhen zu cutten. Dann hier ein Fairchild-Kompressor mit so 3-4 dB Gain Reduction. Noch einer mit auch so, ich glaube, 3-4 oder so. Also das wäre ohne Effekte. Und das mit. Boah, also diese Favorite-Funktion hier bei Analog Lab ist schon mega lifesaver. Also ich wüsste nicht, was ich ohne die machen soll bei so vielen Sounds. Also immer wenn ihr nice Presets findet, immer schön hier absaven. Ah ja, und ich frage mich halt, wieso es so delayed ist. Es war einfach die ganze Zeit nur 2000 Samples und ich versuche so mit Mega-Delay die ganze Zeit im Takt zu bleiben. Das kommt nice. Ich glaube, das wird auch nice passen mit der 808. Boah, das könnte nice passen. Aber ich glaube, ich muss printen und anders flippen. Das wäre jetzt hier der fertig arrangierte Beat. Also es fängt an mit einer Filterautomation. Da baut sich so langsam alles auf mit der Main Melody, 808 und den Vocals. Dann öffnet sich der Filter, droppt es im ersten Part der Hook. Hier noch mit einem kleinen Schnipsel vor einem Percussion Loop und dann mit der Transition. Da droppt es dann mit der Kick.
irgendwann mit den Strings. Dann kommt der Verse, da kommen dann auch so ein paar Pausen. Und dann droppt's wieder für sich. Kommen wieder die Vocals, kurze Pause. Also Leute, das war jetzt der fertige Beat. Lasst mich mal wissen, wen ihr drauf hört. Und hier geht's jetzt weiter zum nächsten Video. Dort zeige ich euch, wieso jeder Produzent dieselbe 808 nutzt und produziert einen Beat mit dir. Also checkt es ab und wir sehen uns sehr bald wieder. Peace.